Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Ranger Finsternis über Almia. Im letzten Part haben wir den allerletzten Auftrag hinter uns gebracht und das Verzeichnis weitestgehend gefüllt. Und heute möchte ich ganz gerne die letzten vier Einträge sammeln für den Ranger-Dex. Und zwar müssen wir dafür erstmal drei legendäre Pokémon finden, und zwar Regirock, Registeel und Regieis. Ihr kennt diese Statuen, die haben wir in dem Let's Play schon des Öfteren mal gesehen. Ich glaube, ich bin an jeder auch schon einmal vorbeigelaufen mindestens. Und die müssen wir aktivieren, um zu den drei Regis zu kommen. Ganz wichtig dabei ist, dass man für jede Statue eine bestimmte Fähigkeit braucht. Und soweit ich weiß, gibt es in ganz Almia auch jeweils nur ein einziges Pokémon, was über diese Fähigkeit verfügt. Ist also gar nicht so einfach, die Dinger zu aktivieren. So. Und zwar, ich weiß jetzt nicht genau die Verteilung. Ich meine, für die Statue von Regirock, da bin ich gerade auch hin unterwegs, brauchen wir Knackrack. Lassen wir dich mal wieder frei. Knackrack hat als Fähigkeit, ich glaube, Zertrümmern 5. Meine ich. Ja, genau. Da brauchen wir auf jeden Fall Knackrack für. Gibt es im Hypoteros-Tempel ganz am Ende. Für die Statue von Regieis brauchen wir Magbrand und Brand 5. Magbrand findet man im linken Teil der Vulkanhöhle. Und für die Statue von Registeel brauchen wir Zerschneiden 5. Das kann nur Galagladi und Galagladi findet man im Altro-Turm. Ich habe euch jetzt die Fangversuche extra nicht gezeigt, weil ich die Pokémon zwischendurch gefangen habe. Also wenn ihr im letzten Part so ein bisschen aufgepasst habt, bei dem Splitscreen, dann werdet ihr festgestellt haben, dass ich Galagladi und Magbrand teilweise schon dabei gehabt habe, weil ich Magbrand zum Beispiel gefangen habe, als ich Glurak geholt habe und Galagladi... irgendwann im Vorfeld auch mal gefangen. Ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall habe ich mir die zwischendurch gefangen und Knackrack eben vor diesem Part hier noch. Ich denke, das Spannende ist auch eher... wo die Statuen versteckt sind und dann eben auch der jeweilige Fangversuch. Ich glaube, ich hätte noch weiter surfen müssen, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Guck erstmal hier. Kann auch sein, dass es hier unten war. Also die einzelnen Statuen sind ganz gut versteckt, muss man sagen. Was ich auch gut finde, dass die nicht einfach irgendwo rumstehen. Wo man so, einfach hinkommt. Und vor allen Dingen finde ich es gut, dass man die so schwer aktivieren kann. Eben, dass man da wirklich ein bestimmtes Pokémon braucht und nicht irgendeine Fähigkeit, die an jeder Ecke zu finden ist. Das macht das Ganze dann doch noch ein bisschen interessanter. Und die Fangversuche selbst sind definitiv auch nicht ohne. Wir werden sehen. Ich glaube, hier war der erste Felsen. Genau. Ist das jetzt Regirock oder Registeel? Bin mir nicht ganz sicher. Felsstatue. Eine aus Stein gefertigte Statue. Eine seltsame Kraft geht von ihr aus. Alles klar. Dann zertrümmern wir die doch mal. Dürfte Regirock sein. Oh, Feuerodem, Drachenpuls, irgendwie sowas. Sieht auf jeden Fall cool aus. Feldstatue wurde in 1000 kleine Stücke zertrümmert und hat sich in Regirock verwandelt. Okay, dann wollen wir doch mal. Das hätte man vielleicht ein bisschen epischer machen können, diese Sequenz, aber allgemein, wie gesagt, ich mag die Idee. Wow, diese Fangleiste. Das wird ein langer Fangversuch werden. Aber so soll es ja auch sein. Auch da, genau wie bei Celebi im letzten Part, sie hätten ihm ruhig so eine Bossleiste geben können, finde ich. Aber zumindest scheint der Fangversuch nicht ohne zu sein. Das finde ich doch schon mal ganz gut. Kommt da noch was? Nein. Okay. Also wir werden jetzt auch immer ein ganzes Stück laufen müssen, weil die Statuen ja, wie gesagt, nicht an jeder Ecke zu finden sind. Nur die Pokémon, wie gesagt, die habe ich im Vorfeld schon geholt, weil ich glaube, das hätte sonst ein bisschen lange gedauert. Vor allen Dingen, weil ich die teilweise echt noch suchen musste. So, das war Regirock. War jetzt nicht so extrem schwer. Es erzeugt Spalten im Boden und löst Steinschläge aus, um anzugreifen. Okay. Sehr schön. Nummer 1. Ich kann euch auch am Ende des Partes nochmal das Verzeichnis zeigen, wenn es komplett gefüllt ist. Wie gesagt, das dürften dann
fliegen wir mal zuerst hin. Fliegen wir mal nach Schloss Almir. Dürften 266 Einträge sein, plus dieses, ich sag mal, Bonus-Pokémon. Ich mag die Idee aber wirklich gerne, dass es Sachen gibt, die erst freigeschaltet werden, wenn man quasi, ja, mehr oder weniger die 100% geschafft hat. So wie dieser Auftrag im letzten Part, der ist ja erst verfügbar, wenn man alle anderen gemacht hat. Und jetzt hier eben auch. Müssen wir geradeaus? Ich bin mir nicht ganz sicher. Mal gucken. Dass wir eben wirklich das Verzeichnis komplett füllen müssen, um dieses Bonus-Pokémon noch zu bekommen. Die Idee mag ich auch total gerne. Ist auch so ein gewisser Anreiz, wirklich, ja, alles zu machen. Für mich zumindest. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich hier lang muss. Versuchen wir es einfach mal. Wir haben alle Statuen schon gesehen, das weiß ich. Und der Stein von Ricky Eis war in so einem, ziemlich leeren Raum in irgendeiner Sackgasse, das weiß ich auch noch. Aber wo genau? Das ist eine gute Frage. Ja, und das ist auch unser letzter Besuch hier in Schloss Almir. Das stimmt mich schon irgendwie traurig. Ich mag diesen Ort total gerne. Nach wie vor. Da war, glaube ich, nur die Küche. Ich glaube, wir mussten noch weiter nach links, wenn ich mich recht erinnere. Hi, Frostettje. Tschüss, Frostettje. Ja, ich meine, das war da unten drin. Wenn ich mich recht erinnere. Also auch nicht gerade schlecht versteckt. Wobei, man findet das schon ziemlich gut. Man muss nur ein ganzes Stück laufen. Na gut, komm, ich fange dich eben, damit du mich in Ruhe lässt. Und ich muss auch sagen, ich finde es passend, wo diese Steine positioniert sind. Also klar, dass der von Ricky Eis hier irgendwo im Schlottertal versteckt sein muss, das ist irgendwie logisch. Und da bietet sich Schloss Almir auf jeden Fall auch an. Aber ich finde es auch ganz cool, wo der von Ricky Rock steht. Eben da so in so einer kleinen Ecke, wo man vielleicht nicht unbedingt sofort hinkommt. Also ich glaube wirklich, den man am leichtesten findet, das ist der von Ricky Steel. Der ist nämlich in den Chroma-Ruinen und da muss man zwangsläufig dran vorbeilaufen. Auf dem Weg zum Ausgang. So. Deswegen, den kann man eigentlich nicht übersehen. Finde ich aber auch ganz gut, dass sie zumindest einen so offensichtlich positioniert haben. Oder gut, der vielleicht auch, man braucht ja das Traummagil. Dass man auch weiß, dass es diese Steine wirklich gibt und eben die später nochmal aufsucht. Nach Abschluss der Hauptgeschichte. Weil zumindest Magbrand taucht erst nach Abschluss der Hauptgeschichte auf. Er rutscht aber nicht schlecht über den Boden. Hui, weil das ist ja das Pokémon von Lavanna gewesen. Können die Dinger jetzt bitte mal wieder weggehen, danke. Knackrack weiß ich gar nicht. Kommt, glaube ich, auch erst hinterher vor. Und gut, Galagladi. Aber ich glaube, die tauchen alle erst nach Abschluss der Hauptgeschichte auf. Wäre sonst auch irgendwie merkwürdig, wenn man das schon vorher machen könnte. Das ist für mich einfach so was Bonusmäßiges. Meine, dieser Angriff ist furchtbar nervig. Er ist auf jeden Fall aktiver als Ricky Rock. Das muss man ihm lassen. Er sorgt zumindest dafür, dass ich nicht so viele Kreise am Stück ziehen kann. Aber auch das war nun wirklich kein Problem. Es erzeugt Schockwellen und greift mit Eisblöcken an. Mehr als 100 Kreise, das merkt man gar nicht so, wenn man die Kreise zieht, finde ich. Alles klar. Das war Nummer 2. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe die Regis, Hi Knuddeluff, erst ein einziges Mal gefangen bei meinem allerersten Durchspielen. Ich sagte ja schon letztens, ich habe ein einziges Mal die 100% gemacht. Das war bei meinem ersten Playthrough. Das war 2008. Und danach habe ich irgendwie nie so die Motivation gehabt, das nochmal alles zu machen, weil, ja, ich wusste ja, was passiert. Ich wusste ja, dass das halt die drei Regis sind zum Beispiel. Ich kannte das Bonus-Pokémon, ich kannte den letzten Auftrag und so weiter. Dann ist der Reiz so ein bisschen weg, aber nach so langer Zeit macht es dann doch mal wieder Spaß. Und mich hat dann auch irgendwie so ein bisschen der Ehrgeiz gepackt in diesem Let's Play, muss ich sagen. Nein. So. Ich glaube, der Weg zu Regis Steel wird auch der längste sein. Würde ich mal vermuten, weil ich, wie gesagt, durch die ganzen Ruinen einmal durch muss. Aber da müsst ihr jetzt einmal mit leben. Wir haben ja Zeit. So.
Tschüss, Schloss Almia. War echt schön hier. Habe ich einen Staraptor dabei? Sieht nicht so aus. Ich könnte ja auf Glurak fliegen, aber das wäre viel zu einfach. So. Ich hatte, glaube ich, auch schon in einem der... Ja, wann war das? Part 20, 30, irgendwie so um den Dreh, so in der Mitte. Hatte ich ja schon von den Regis erzählt. Dementsprechend konnte man sich das jetzt auch denken, dass die kommen. Ich habe sogar, glaube ich, schon das Bonus-Pokémon auch genannt. Es tut mir im Nachhinein voll leid, dass ich das einfach so ganz dreist mehr oder weniger gespoilert habe. Ich weiß nicht. Ich war da so in meinem Rededrang, da habe ich das einfach mal erwähnt. Aber ich meine, da wir jetzt Regirock, Registeel und Regieis fangen, kann man sich auch denken, was das Bonus-Pokémon sein wird. So, dich nehme ich schon mal mit, dass ich gleich wegfliegen kann. Aber ich bin echt gespannt, ob sie irgendwann nochmal ein neues Pokémon Ranger machen, weil ich meine, hier haben wir Pokémon bis einschließlich zur vierten Generation. Aber es gibt ja mittlerweile auch schon Generationen 5 und 6, also sie hätten auf jeden Fall genug Pokémon für einen neuen Ranger-Teil. Und ich meine, hier kann man ja auf Dodo zum Beispiel reiten. Man könnte dann ja auch auf Mehikel zum Beispiel reiten im neuen Pokémon Ranger. Und ja, ich glaube, es gibt da genug Möglichkeiten, was man machen könnte. Ich überlege mir gerade, was man als Partner-Pokémon nehmen könnte. Man könnte es wieder so machen wie hier. Halt ganz, ganz viel Auswahl. Und in Teil 1 und 3 hatte man ja ein festes Partner-Pokémon. Ich werde jetzt mal nicht sagen, welches. Ich denke, das ist zwar klar, aber trotzdem. Falls das jemand nicht weiß, sage ich es jetzt mal lieber nicht. Auf jeden Fall beides Elektro-Pokémon. Was hätten wir denn dann in Generation 5 und 6 so? Autsch. Das war unnötiger Schaden. Wir hätten Elisäber, Watzapf zum Beispiel. Wir hätten Iguana. Oh, Deden. Ich glaube, Deden wäre so ein gutes Partner-Pokémon. Das passt auch irgendwie. Wenn ich so überlege, Pachirisu und wenn ich mir dann die anderen Partner-Pokémon angucke aus dem ersten und aus dem dritten Teil, das sind alles so süße kleine Elektro-Pokémon. Ich glaube, dann würde Deden auch richtig gut passen. Doch, wäre ich dafür. Du kannst mal weg. Ich hätte gerne einen Pokémon Ranger für den 3DS mit so ähnlicher Grafik wie Portale in die Unendlichkeit. Bitte mit einer super Story, so wie die Ranger-Teile sie immer haben. Mit dem Gameplay aus Ranger 2 und 3 so. Ich musste hier hoch, oder? Meine ich? Oder nee, gar nicht. Ich musste da in das Loch springen, ne? Hier war ja nur das Voluminas. Ups, okay. Und mit Deden als Partner-Pokémon. Doch, wäre ich voll für. Kann sich Nintendo gerne mal dran setzen. Hui, Hallöchen. Mit Pokémon aus allen 6 Generationen, mit einer schönen neuen Region, einer tollen Story. Und wie gesagt, das Gameplay von Teil 2 und 3 können sie gerne beibehalten. Also das von Teil 1 muss ich nicht unbedingt nochmal haben. Das war zwar jetzt auch nicht unbedingt schlecht, aber ich finde es in Teil 2 und 3 einfach schöner. Ich liebe meine Geistabwehr. Sonst hätte ich jetzt ein bisschen Schaden gefressen. Man merkt auch so, wenn ich so durch die Gegend laufe, dass meine Konzentration dann gar nicht mal so hoch ist. Ich laufe dann gerne mal in Gegner rein oder lass mich gerne mal treffen, aber in den Bosskämpfen selbst bin ich dann wieder voll konzentriert. Wenn es drauf ankommt. Naja, solange es so rum ist und nicht andersrum, kann ich, glaube ich, damit leben. So, jetzt sind wir auch schon fast da. Einmal durch das Loch durch. Und dann müsste hier irgendwo der Stein rumstehen, oder? Oder kommt der noch? Ah, der kommt, glaube ich, hier noch. Da ist er. An dem sind wir ja schon vorbeigelaufen. Dafür brauchen wir, wie gesagt, zerschneiden. Wo ist Galagladi? Da, 5. 5 ist auch das Höchste, also höher geht nicht. Hi. Stahlstatue wurde in kleine Stücke zerschnitten. Hallo, Registeel oder Registeel. Jeder spricht es irgendwie anders aus. Ich meine, gut, Steel, Rock, Ice ist natürlich Englisch, also könnte man den Rest auch Englisch betonen. Dann hätten wir Regirock,
oder Reggie Rock und Reggie Steel, aber ich spreche es eigentlich immer deutsch aus. Hui. Ich glaube, am schlimmsten ist eigentlich die Aussprache von Rigi Eis, weil ich habe schon so viele verschiedene Aussprachen dafür gehört, also Rick Eis und Rig Eis und was weiß ich nicht. Für mich ist es einfach Rigi Eis und fertig. Da sind zwar keine zwei I drin, aber ich spreche es, als wenn es so wäre. Pokémon und Aussprache ist sowieso so eine Sache. Ich bin immer noch der Meinung, es gibt kein richtig und kein falsch. Und wenn man es falsch ausspricht, ja gut, dann ist es eben so. Aber da muss sich doch keiner drüber aufregen. Ich habe schon so oft Kommentare gelesen, wo sich Leute über meine Aussprache aufgeregt haben. Man kann mich nett darauf hinweisen, dass man das vielleicht anders ausspricht als ich, aber man muss sich doch nicht so drüber aufregen, meine Güte. Und dieses Pokémon ist gar nicht mal so einfach zu fangen. Ich mag diese Angriffe nicht. Die sind voll mies, vor allem wenn er so doppelte Kugeln macht, wie zwischendurch mal. Ja, sowas und dann noch die Kugeln, die ihn umkreisen. Das ist wunderbar. So, okay. Also ich glaube, ich muss wirklich sagen, Rigi Rock war am einfachsten. Rigi Eis war so mittelmäßig und Rigi Steel. Geschützt durch eine elektrische Barriere wirft es magnetische und elektrische Brocken. War am kniffligsten. Finde ich persönlich. So. Da haben wir die drei. Die müssen wir auch zwingend behalten. Also die können wir jetzt nicht wieder freilassen. Dann kommen wir nicht an das Bonus-Pokémon dran. Also wir brauchen die auf jeden Fall. Und das befindet sich irgendwo im Hippoterus-Tempel. Fragt mich nicht wo, aber irgendwo ist es da. Ich weiß es selber nicht mehr. Ich habe auch vorher nicht nachgeguckt, weil ich mir gedacht habe, ich finde das schon irgendwie. So. Wir können auch jetzt gerne nochmal ins Verzeichnis reingucken. Also es ist schon echt... Ich meine, die meisten Pokémon fängt man ja automatisch. So, 266. Aber ist schon nicht schlecht, finde ich. Kann man stolz drauf sein. Okay. Dann geht's jetzt auf zum Hippoterus-Tempel hier unten. Mal gucken, ob das Bonus-Pokémon nett zu mir ist. Ich muss sagen, ich habe den letzten Part jetzt gerade aufgenommen. Und jetzt den hier. Mir tun die Finger so ein kleines bisschen weh. Weil die Laufwege auch ziemlich lang waren und ich die ganze Zeit mit meinem Stift hier gesessen habe. Dementsprechend so langsam bräuchte ich mal eine Pause. Ich habe übrigens keine Ahnung, wo ich hin muss. Habe ich das schon mal gesagt? Wenn nicht, habe ich es jetzt gesagt. So. Wie ihr seht, bin ich nicht mehr im Hippoterus-Tempel, sondern ich stehe vor der Ranger-Vereinigung. Und es hat sich auch ein bisschen was verändert. Lasst es mich erklären. Ich habe jetzt gerade einen Schnitt gesetzt. Und ursprünglich bin ich auch noch weiter in den Tempel reingelaufen, bis zu der Stelle, wo das Bonus-Pokémon sein soll. Und habe dann aber festgestellt, dass es dort nicht ist. Und habe mich ziemlich gewundert. Und habe dann gedacht, okay, eventuell musst du erst die Fangarena fertig machen und das Pokémon taucht dann erst auf. Ist ja möglich. Dementsprechend habe ich mir gedacht, okay, dann spielst du jetzt erstmal weiter, nimmst erstmal die anderen Parts auf von der Fangarena. Und wenn du damit fertig bist, dann fängst du das Bonus-Pokémon und hätte ich das quasi, ja, an diesem Part hier hinten dran gehangen. Nachträglich. Ja, habe ich auch gemacht. Das heißt, diese Aufnahme hier, seit dem Schnitt gerade eben, ist nach der Fangarena entstanden, die ihr in den nächsten Parts dann sehen werdet. Also deswegen nicht wundern, wenn ich jetzt andere Pokémon dabei habe und wenn mein Fangkomm einen höheren Level hat. Das ist eine Aufnahme, die eben erst später entstanden ist, als die, die ihr jetzt gerade gesehen habt, wenn man das so verstehen kann, eben erst nach der Fangarena eigentlich. Hab dann aber festgestellt, dass das immer noch nicht funktioniert, auch nach der Fangarena nicht, und habe mich dann tierisch gewundert, weil ich habe alle Aufträge gemacht, mein Verzeichnis ist voll, ich habe die Fangarena gemacht, ich habe die drei Regis und trotzdem passiert nichts. Ich habe lange überlegt, ich habe gegoogelt, ich habe Leute gefragt, ich habe mich dumm und dämlich gesucht, mit allen möglichen Leuten geredet und es ging einfach nicht. Dieses Pokémon ist einfach nicht aufgetaucht. Ja,
Es war ein sehr dummer Fehler letztendlich. Und zwar fehlten mir noch 2 Pokémon im Verzeichnis. Klingt jetzt im ersten Moment ziemlich dämlich, weil ich habe mein Verzeichnis in der Zeit ungefähr 10-mal durchgeguckt. Und es war immer vollständig. Weil ich habe gedacht, es muss ja daran liegen, dass ich eben nicht alle 266 Einträge habe. Was anderes ist mir nicht eingefallen, aber mein Verzeichnis war halt immer vollständig. Mein Fehler war einfach, ich habe immer auf den unteren Bildschirm geguckt, also auf den, den ihr jetzt groß seht, und habe halt gesehen, okay, Pichu, Pikachu, Raichu und so weiter. Und habe dann zwischendurch mal hochgeguckt auf den anderen Bildschirm, habe dann eben da die Bilder gesehen, Pichu, Pikachu, Raichu, habe gedacht, okay, du hast alles. Problem ist einfach, wenn du ein Pokémon siehst, dann wird es so halb ins Verzeichnis eingetragen. Das heißt, du hast unten den Namen stehen und die Nummer und das Bild von dem Pokémon hast du oben auch. Das Einzige, was eben noch fehlt, ist der Rang, der da eingeblendet ist, und die Pokéstärke und die Fähigkeit. Da sind Fragezeichen. Problem ist einfach, dass ich genau da nicht drauf geguckt habe. Wie gesagt, ich habe beim Durchblättern meines Verzeichnisses immer nur unten geguckt auf die Namen, weil ich gedacht habe, wenn ich das Pokémon noch nicht habe, ist es noch nicht eingetragen. Beziehungsweise ich habe auf die Bilder geguckt. War auch bei allen anderen Pokémon, die ich nachträglich noch gefangen habe, der Fall. Da war dann einfach ein Fragezeichen. Aber in dem Fall fehlten mir noch Bamelin und Zwielicht, die ich beide schon gesehen hatte, die dementsprechend so halb eingetragen waren ins Verzeichnis. Und dementsprechend ist mir das nicht aufgefallen, dass ich ihn noch nicht gefangen hatte. War ein dummer Fehler von mir, da war ich nicht ganz aufmerksam. Aber okay, jetzt haben wir alle Einträge und jetzt sollte es eigentlich funktionieren. Ist jetzt ein bisschen doof gelaufen, dass ich das nicht direkt machen konnte, sondern dass ich jetzt erst die Fangarena gemacht habe, die ihr in den nächsten Parts dann zu Gesicht bekommt. Aber im Grunde genommen ist es ja egal. Hey Svenja! Diese Meldung hatte mir übrigens auch gefehlt. Wir brauchen mal deine Expertenmeinung. Komm bitte mit. Da hatte ich mich nämlich auch schon gewundert, warum diese Meldung eben nicht gekommen ist. Aber gut. Jetzt funktioniert ja alles. Oh, hallo. Du bist genau zur richtigen Zeit gekommen. Wir haben gerade Berichte von Leuten im Hyoteros-Tempel erhalten. In seinem Labyrinth soll plötzlich ein Strudel aus Sand erschienen sein. Leider haben wir noch keine besonders klare Vorstellung von der Situation. Immerhin stimmen bis jetzt alle Meldungen darin überein, dass der Strudel nach jemandem zu rufen scheint. Nach jemandem zu rufen scheint? Nach mir vielleicht? Nö, das kann nicht sein. Das könnte wirklich gefährlich sein. Beim Erkunden des Hyoteros-Tempels könnte man eingesogen werden. Da fällt mir ein, ich habe einmal eine Legende über den Hyoteros-Tempel gehört. Das Pokémon erwartet den Auserwählten. Dem großen Pokémon bringe 3 Pokémon. Dann soll der Weg enthüllt werden. Ich glaube, so lautet sie ungefähr. Was könnte dieses große Pokémon wohl sein? Es ist Regigigas. Das haben wir in der Schule gelernt. Sehr gut, meine Liebe. Ja, genau. Es war ein Regigigas. Du solltest dir im Klaren sein, dass dies keine Mission ist. Aber ich würde es sehr begrüßen, wenn du dir das mal ansehen würdest, Svenja. Ein legendäres Pokémon zu treffen, könnte ein Ereignis sein, wie man es nur einmal in 100 Jahren erlebt. Alles klar. Ja, wie gesagt, das war meine eigene Dummheit, da habe ich nicht aufgepasst. Ist halt so. Aber wie gesagt, für euch ändert sich nichts. Ich habe jetzt, glaube ich, habe ich andere Pokémon dabei? Ich weiß es gar nicht. Und ich habe mehr Funcom-Energie. Aber das ist ja vollkommen egal. Ihr habt ja nichts verpasst. Die Fangarena seht ihr ja trotzdem in den nächsten Parts. Gut, ich würde sagen, ich gehe jetzt in den Tempel rein. Genug der Erklärungen. Und wir sehen uns dann vor Ort wieder. So, da wären wir. Ganz wichtig ist zu sagen, dass dieser Fangversuch alles andere als leicht wird. Also es gibt Leute, die sogar behaupten, dass dieser Fangversuch der schwerste im ganzen Spiel ist. Ob das stimmt, weiß ich nicht ganz genau, weil ich finde, dass es doch einige Fänge in der Fangarena gibt, die auch verdammt schwierig sind. Aber ich kann zumindest sagen, dass Regigigas sich schwieriger fangen lassen wird als Darkrai. Also hier könnt ihr euch auf einiges gefasst machen. Da will ich einmal rein. Im Herzen von Svenja klingt eine wundersame Stimme. 3 Pokémon, die suche ich. Bring sie hierher. Dann wird dir der Weg offen stehen. Ja, natürlich ist die Rede von Regirock. Ein Leib aus Stein und Fels. Dieses Pokémon heilt sich selbst mit Steinen, wenn sein Leib zerbricht. Das Regirock auf diesem Sockel platzieren? Ja.
bis Riggi Rock bleibt auf dem Sockel stehen. Riggi Eis, ein Leib vollständig aus Eis gemacht. Ja, dieses Pokémon vermag selbst der Kraft des Feuers zu trotzen. Ja. Und Riggi Steel. Ein Leib vollständig aus Metall gemacht. Der Körper dieses Pokémon ist härter als jedes andere Metall. Yep. Also der Fangversuch, vor dem habe ich wirklich Respekt. Ich weiß, dass ich mich damals unglaublich schwer damit getan habe. Ich habe auch sein Angriffsmuster überhaupt nicht mehr im Kopf. Dementsprechend muss ich mich auch erstmal da wieder reindenken. Das Siegel ist gebrochen. Tritt ein und erfülle deine Bestimmung. Oh, okay. So, jetzt sind die drei weg. Nicht, dass ihr euch jetzt wundert, im nächsten Part machen wir die Fangarena. Und da sind die drei ja wieder da, weil ich, wie gesagt, das hier nach der Fangarena aufnehme. Aber nicht, dass sich da irgendwer wundert. Da bin ich mal gespannt. Wie gesagt, für manche ist das wirklich der schwierigste Fangversuch im ganzen Spiel. Bin mir da nicht ganz sicher, weil die Fangarena doch ziemlich heftig ist, aber schwieriger als alle anderen Bosskämpfe bis dato wird's auf jeden Fall. Ja. Schauen wir mal. Wie gesagt, ich habe den Kampf überhaupt nicht mehr im Kopf. Deswegen habe ich so ein bisschen Angst. Hallo, Regigigas. Oder wie sie es im 11. Kinofilm so schön ausgesprochen haben, Regigigas. Das fand ich total toll. Nicht. So. Regigigas. Hat sogar eine eigene Bossleiste, das ist schön. Mach einfach mal so 18 Schaden. Ich glaube auch. Natürlich. Oh Gott. Oh Gott. Au! Das ist echt böse. Manu! Wow. Also das Ding macht verdammt viel Schaden. Na dann. Das ist echt schwierig. Geh vom Bildschirmrand weg. Er muss verdammt große Kreise ziehen und das ist echt mies. Also ich möchte mal behaupten, ohne Pokestärken schafft man das nicht. Jetzt muss ich leider mal wechseln, weil ich werde ja nicht automatisch wiederbelebt. Das ist ein bisschen doof. Au, verdammt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das im ersten Anlauf schaffen werde. Also Schneebedeck könnte mir hier au echt gut helfen. Ich hab nichts mehr zum Aufladen. Ja, das ist natürlich super.
Ah, ich werde sterben. Ah. Ich werde so sterben. Oh, Schneebedeck, hilf mir bitte. Ich traue mich auch nicht, mehr Kreise zu ziehen. Mein Gott! Oh, war das arschknapp! Verdammt nochmal! Oh mein Gott, ich hab gedacht, ich gehe jetzt Game Over. Oh, nee. Nee. Nee, das hat man bestimmt bis ins Wohnzimmer meiner Eltern gehört. Die werden sich jetzt auch fragen, was ich hier gemacht habe. Also ganz ehrlich, als da stand, dass ich nur noch von der Funcom-Energie hier 4 Punkte hatte. Ich war mir eigentlich sicher, dass ich das nicht schaffen werde. Und ich war auch so nervös in dem Moment. Und das Adrenalin ist in mir hochgekommen. Aber ich war mir sicher, dass ich sterben würde. Dementsprechend bin ich gerade mehr als froh, dass ich das doch noch hinbekommen habe. Also ich bin schon so ein bisschen stolz, dass ich, sag ich mal, die zweite Hälfte ohne Schaden überlebt habe. Ah, das S habe ich mir jetzt auch mehr als verdient. Heureka. Ihr habt noch nie so einen arschknappen Fangversuch gesehen. Ja, mein Verzeichnis ist vollständig. Entschuldigung, bin gerade so ein bisschen fertig. Im Herzen von Svenja erklingt eine wundersame Stimme. Meinen Glückwunsch, Mensch, für die nächste Herausforderung. Ich werde sie erwarten. Nein! Niemals wieder. Eingehende Voicemail. Voicemail, Voicemail. Du hast es tatsächlich geschafft, Svenja. Zum ersten Mal hat jemand das erreicht. Du hast nun jedes Pokémon gefangen, das in der Almia-Region lebt. Was dein Verzeichnis angeht, das dürfte jetzt eine Fundgrube unschätzbar wertvoller Daten sein. Für unsere Forschung würde ich nur zu gerne mal einen Blick... Was tust du da, Lydia? Du siehst doch, dass ich noch nicht fährt. Svenja, ich bin es, Lydia, nicht Lydia. Herzlichen Glückwunsch zu deinem vollständigen Verzeichnis. Komm bitte sofort zur Vereinigung zurück. Wir warten alle auf dich. Dein vollständiges Verzeichnis verdient Anerkennung. Aus diesem Grund wird eine spezielle Markierung in deinen Funcom graviert, um deine Leistung anzuzeigen. Die nächste Zeit wird er wohl der Einzige mit diesem Zeichen sein. Alles klar. In dein Funcom wurde das Symbol graviert, das ein vollständiges Verzeichnis anzeigt. Yay! Glückwünsche! Ich werde im Briesenauer Boten darüber schreiben. Das ist so stark. Ich habe bisher nur... Ach, das behalte ich lieber für mich. Ich wusste, dass du das schaffen würdest. Okay, ich hatte es nicht wirklich erwartet. Also ja, ich bin echt überrascht. Gut gemacht. Das macht mich so glücklich, als wäre es mir passiert. Kann ich behaupten, es wäre mir passiert? Nein, kannst du nicht. Mein Glückwunsch. Diese Neuigkeit wird sich sicher auf der ganzen Welt verbreiten. Gratulation, Ranger. Was du erreicht hast, kündigt von deiner Verständigung mit zahllosen Pokémon.
Das ist etwas, auf das du stolz sein kannst. Du hast es echt drauf. Super. Bitte, Svenja, unterweise mich. Lass mich deine gelehrige Schülerin sein. Ich mache nur Spaß, aber trotzdem herzlichen Glückwunsch. Bin gerade von Altru hergeeilt. Das ist ja fantastisch. Gratulation. Svenja, ich habe deine Familie kontaktiert. Sie hat sich über die Neuigkeit gefreut. Hier ihre Nachricht. Glückwunsch. Und von mir natürlich auch. Glückwunsch. Um ehrlich zu sein, nervt es mich ein wenig, dass du schneller warst als ich, aber... Nun, eigentlich ist es super, in dir so eine motivierende Konkurrenz zu haben. Svenja, mein Glückwunsch zu deinem vollständigen Verzeichnis. Ihr könntet meinen Funcom ruhig mal wieder aufladen. Der ist so ein bisschen... leer. Wie konnte das nur passieren? Ich weiß auch nicht. Und ich habe keine Pokémon dabei, weil ich wirklich alle gebraucht habe. Also das war wirklich mal ein nervenaufreibender Fangversuch, muss ich sagen. Was steht jetzt an? Das hier war jetzt Part 58. In Part 59, 60, 61 und 62 machen wir die Fangarena, die ich ja schon aufgenommen habe, weil alles irgendwie doof, ne? Und so. Und da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, denn da warten auch einige Herausforderungen auf uns. Und ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Pokémon Ranger Finsternis über Almia. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.